So, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute nach Dresden gefahren und zwar um den Herrn Horn zu besuchen. Der hat eine geniale Geschäftsidee und zwar kann man bei ihm Saunen mieten, mobile Saunen, wie man im Hintergrund sieht. Meine Frau, wie sind Sie erstmal auf die Idee gekommen? Naja, das war eigentlich von Kindheit aus, sind wir immer Sauna. Also Sauna-Gänge gemacht, ne? Und halt, ja, ich habe so gedacht, warum nicht? Dann habe ich das auch irgendwo gesehen schon hier in Berlin, ne? Dass das schon gibt und dann habe ich einfach versucht und ja, läuft eigentlich. Wenn ich mir so eine Sauna mieten will, was für Voraussetzungen muss ich denn da mitbringen? Genug Platz. Ja. Wie wird die Sauna betrieben? Brauche ich da einen Stromanschluss oder? Stromanschluss braucht man nur für Licht. Hinten, also innen drin ist so eine Löcherkette. Ne? Okay. Aber sonst ist das mit Holz. Das Holz ist dabei. Ja. Alles, ja. Für wie viele Personen ist so eine Sauna geeignet? Also diese große Sauna ist geeignet 6 bis 8 Personen. Okay. Du hast unterschiedliche Saunen oder gibt es nur diese? Nein, ich habe noch eine andere Modell da. Okay. Die ist 4 bis 6 Personen. 4 bis 6 Personen. Ja.